Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft morgen 20.30 Uhr in Graz-Liebenau zu Hause auf den SK Rapid. Sturm Rapid Cup Halbfinale. Wer da nicht geil wird, dem hilft auch kein Viagra mehr an der Stelle. Alle sind geil auf die Partie und für mich persönlich ist es auch, würde ich mal sagen, das Spiel der Saison, ganz klar, zum jetzigen Stand zumindest. Unsere Blackies in der Meisterschaft ja wirklich sehr gut unterwegs, nimmt man mal das Austria-Spiel weg, sind die letzten Ergebnisse recht positiv gewesen. Natürlich auch das Mattersburg-Spiel, die Generalprobe, wenn man so will, schön geglückt. Bei den Rapidlern allerdings auch da die Formkurve eher nach oben im Moment. 4 Siege am Stück in der Meisterschaft. Die direkte Bilanz in der Meisterschaft, die sieht aber besser für unsere Blackies aus. Einen Sieg gab es nämlich und das in Wien und danach 2 Unentschieden. Also man ist noch ungeschlagen gegen Rapid. Aber der Cup hat natürlich eigene Gesetze. Was da die Statistik angeht, da sieht es nämlich zappenduster im Moment noch für unsere Schwarz-Weißen aus. Man hat 5-mal gegen Rapid gespielt und ist ebenso oft ausgeschieden. Das letzte Mal 2014. Natürlich gilt es da, diese Statistik nicht nur auszubessern, sondern auch komplett auszumerzen. Und man könnte eben damit den ersten Schritt tun, seit der Saison 2009-2010 nämlich mit dem Finaleinzug. Damals hat man in Klagenfurt das Finale gegen den SC Wiener Neustadt mit 1:0 gewinnen können. Und ich wünsche mir natürlich auch aus tiefstem Herzen, dass es wieder so weit ist. Also allein wenn ich daran denke, dann steigt bei mir schon die Gänsehaut hoch. Aber ja, so ein Cup-Finale ist einfach eine einmalige Sache. Und es gibt nicht viele Spieler, die so etwas in ihrer Karriere erleben werden. Von dem her hoffe ich natürlich, dass die Mannschaft da wirklich morgen alles raushaut, was geht. Und sind wir ehrlich, vom Spielermaterial brauchen wir uns vor Rapid definitiv nicht zu verstecken. Daniela trifft wieder, wie er will. Brandon Wonschi, zuletzt auch in guter Form gewesen mit seiner Spritzigkeit. Emeka Friday ist sowieso ein ganz verrückter Vogel mit seinem fast 40 Meter Distanzschusstor gegen die Mattersburger in der Liga. Dann hast du noch eben einen Peter Schul, wenn er einen guten Tag hat, kann er den Unterschied ausmachen. Thorsten Röcher, Jakob Janscher und wie sie alle heißen. Also, das sind auf jeden Fall Kicker mit einer sehr, sehr hohen Qualität und ich hoffe, dass wirklich alle und wirklich vom Ersatztorwart bis zum Kapitän alle diese Qualität auch abrufen werden, wenn sie gebraucht werden, denn das Stadion wird eben ausverkauft sein, also über 16.000 in Liebenau ist Platz aus allen Nähten, wie man gehört hat, ist es auch neuer Cup-Heimrekord von den Zuschauern her. Soll so sein. Sturm Rapid an sich sowieso eine geile Partie, aber wenn es dann auch noch um so viel geht, ja, dann fehlen einem wohl schon bald die Worte. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach morgen zur Live-Reaktion hier bei der LandsTV. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Euer Elias. Auf die schwarzen Gämmerburschen. Zack, Zaserner. Und bis dann. Ciao, ciao.